Ich heiße Julian, 12 Jahre alt und wohne in einem Dorf. Den Namen verrate ich lieber nicht, weil sonst immer alle lachen. Nach den Sommerferien komme ich in die 6. Klasse, aber daran will ich jetzt noch gar nicht denken. Eigentlich wollte ich nämlich meine Ferien so richtig genießen. Aber meine Eltern haben mir die erste Ferienwoche so richtig verdorben. Sie haben mich für die Ferienaktion Schatzsuche Salzgitter angemeldet. Da muss man mit einer Gruppe von Kindern Aufgaben lösen, die einen durch ganz Salzgitter führen. Und am Ende findet man einen Schatz. Also ich gebe zu, es gibt noch einen viel wichtigeren Grund, warum ich da nicht hin möchte. Die Schatzsuche beginnt jeden Tag in der Bücherei. Und da arbeitet Frau Herwig und ich möchte ihr auf gar keinen Fall über den Weg laufen. Ich kenne sie aus meiner Schule. Zweimal im Monat kommt sie mit einer Kiste voller Bücher, die wir ausleihen können. Ich habe nichts gegen Bücher und Frau Herwig fand ich früher auch ganz nett. Aber sie hat mich überredet, mir nicht immer nur Comics auszuleihen, sondern so ein richtig dickes Buch. Eins mit ganz vielen Tierbildern. Das war ein Riesenfehler. Hätte ich bloß nie auf sie gehört. Julian, kommst du jetzt? Ich komm ja schon! Kommst du jetzt endlich? Kannst du nicht einmal kommen, ohne zu trödeln? Immer muss ich dich dreimal rufen. Mann. Geh, steig ein. Wie siehst du überhaupt aus? Warum? Das T-Shirt ist sogar so zu klein. Das T-Shirt meine ich gar nicht. Ich meine das alte Cap und die Sonnenbrille. Es ist 15 Grad und sieht bedeckt aus. Tja, vielleicht kommt doch noch die Sonne. Na, du bist ja optimistisch. Tja, wenn du das denkst. Julian, aussteigen. Immer noch müde? Ja. Verstehe ich nicht. Hallo. Hallo. Ich heiße Alexandra Wieg und ich betreue eure Schatzsuche zusammen mit Frau Herwig. Wir fangen in der Kinderbibliothek an, da vorne die Treppe runter. Aber vorher muss ich noch euren Namen wissen. Viola Schulewsko. Kannst du das mal buchstabieren? Ja, S-Z-U-L-E-W-S-K-O. Dankeschön. Und wie ist dein Name? Till Behring. Ich bin mit meinem Bruder Julian Behring gekommen. Er ist erkrankt. Ach, das ist aber schade. Na gut, dann schreibe ich mir das mal schnell auf. Dankeschön. Hier soll meine Freundin sitzen. Morgen. Herzlich willkommen in der Bibliothek zur Schatzsuche in Salzgitter. Toll, dass sich so viele bereit gefunden haben, bei uns mitzumachen. Mein Name ist Beate Herwig und ich werde euch jetzt so ein bisschen in der nächsten Woche begleiten. Ihr bekommt jetzt von mir, nachdem ich euch in Gruppen eingeteilt habe, zu 4 und 5 Leuten, jeweils eine wunderbare Bibliothekstasche. In der Tasche sind Stifte, Blöcke, und ganz wichtig, die wunderbare Karte von Salzgitter, weil wir wollen euch quer durch Salzgitter schicken mit der Schatzsuche. Für den Notfall bekommt ihr alle von uns ein Handy. Ihr könnt euch uns damit anrufen. Wollen wir in einer Gruppe sein? Ist mir egal, ich will nicht mitmachen. Aber du bist doch für die ganze Woche angemeldet. Na und? Meine Freundin Sophie ist eigentlich auch angemeldet, aber sie kommt nicht. Da weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Am besten gehst du einfach in eine Vierergruppe und wenn deine Freundin dann noch kommt, kann sie mit euch mitgehen. Hier ist noch ein Mädchen. Und hinter den Regalen sind auch noch ein paar Jungs. Wie heißt ihr? Till. Und du bist Viola Unausspreh. Dein Nachname ist kompliziert. Viola Schulewsko. Und wie heißt ihr? Nesrin. Marvin. Okay, also Nesrin, Viola, Marvin und Till. Wer von euch möchte denn das Handy? Ich. Bitte schön. Und wer nimmt die Tasche? Na gut. Okay, dann kann es eigentlich schon losgehen. Und vergesst nicht, die Nadeln in eure Wohnorte zu stellen.
komme aus Salzgitterbad. Das ist zufällig der zweitgrößte Teil von Salzgitter. Gib nicht so an. Tue ich doch gar nicht. Aber Salzgitterbad ist wirklich der zweitgrößte Teil von Salzgitter. Wir haben es gehört. Ich komme zufällig aus Salzgitter-Lebenstedt. Der größte Teil von Salzgitter. Ich auch, Lebenstedt. Ich komme aus Salzgitter-Sauingen. Dann bist du echt eine Sau. Stimmt doch gar nicht, das ist nicht witzig. Doch. Ist die echt? Quatsch. Das haben die nur so in der Bücherei gemacht, damit die dummen Jungs drauf reinfallen. Ich bin nicht drauf reingefallen. Aber sie sieht wirklich echt aus. Ach, das ist doch jetzt egal. Lass uns mal lesen, wo wir hin müssen. Hier steht, geht in Lebenstedt in die Innenstadt. In der Fußgängerzone werdet ihr ein Monument zur Stadtgeschichte finden. Was ist denn ein Monument? Sowas ähnliches wie ein Denkmal. Gibt's hier in der Nähe ein Denkmal, Marvin? Keine Ahnung. Aber du wohnst doch in Lebenstedt. Ich kenne mich mit Denkmälen gar nicht aus. Wir folgen einfach der Schatzkarte. Zeig's mir mal. Ich hab's. Andere Richtung. Müssen wir über diese Straßenseite und dann geradeaus. Ich kenne Monument. Aber das ist ja super. Wenigstens eine, die sich hier in Lebenstedt auskennt. Monumente sind eh langweilig. Was? Wow, ist das groß. Ah, das Monument. Das kenne ich doch auch. Da hättest du uns ja auch hinführen können. Schaut mal, Panzer und Soldaten, voll Hammer, ey. Was macht der Mann wohl da oben? Ja, das sollen wir herausfinden. Am besten fangen wir mit der ersten Frage an. Gib mal her. Wie heißt der Künstler von diesem Monument? Und, wie heißt der Viola? Das weiß ich doch nicht. Wir müssen es gemeinsam herausfinden. Oh nein, das sind zu viele Fragen. Ich würde sagen, lass uns die Fragen beantworten, die wichtig für das Lösungswort sind. Nein, wir müssen alle Fragen beantworten. Nur so kriegen wir was Gutes aus der Schatzkiste. Woher willst du das genau wissen? Frau Herwig hat es vorhin erzählt. Und was hat sie erzählt? Oh mein Gott, Jungs, habt ihr denn überhaupt nicht zugehört? Sie hat gesagt, am Freitag werden die Fragebögen ausgewertet. Und wer die meisten Fragen richtig beantwortet hat, der kriegt am Ende das Beste aus der Schatzkiste, weil er als erstes ran darf. Da ist bestimmt Schrott drin. Die Erwachsenen versprechen 1000 Sachen. Hinterher entstehen Lügen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt wirklich gute Preise zu gewinnen. Das glaubst auch nur du. Hey Till, mach doch auch mal mit. Ich bin Julian. Aber auf deinem T-Shirt steht Till. Das gehört meinem Bruder. Und warum hast du es an? Weil ich nicht erkannt werden wollte. Hast du etwas angestellt? Lass ihn in Ruhe. Wir müssen die Fragen beantworten. Ja, mit eurem Künstler. Wir müssen Leute befragen. Ja, mach mal. Traust dich doch nur nicht. Traust dich doch selbst nicht. Mädchen. Entschuldigen Sie? Ja? Wissen Sie, wer das Monument erbaut hat? Ja, aus dem Stegreif weiß ich das jetzt nicht, aber irgendein Professor war das. Und wissen Sie, wer der Mann da oben ist mit der Kelle? Ja, heißt weiß ich nicht, aber das ist irgendein Stahlarbeiter. Hallo, Entschuldigung. Weißt du, wer das Monument erbaut hat? Nein, das weiß ich noch nicht. Und wer ist dieser Arbeiter da oben? Hab mir noch keine Gedanken gemacht. Weiß ich nicht. Und weißt du auch nicht, wo der arbeitet? Nee, sieht aus wie ein Eishockeyspieler übrigens. Na gut. Ich glaube, Eishockeyspieler ist nicht so ganz. Aber ja, danke schön. Danke sehr. Ciao, ciao. Tschüss. Entschuldigen Sie? Wissen Sie, wer dieses Monument erbaut hat? Oh Gott. Nein.
Und wissen Sie, wer der Mann da oben ist? Ein Stahlarbeiter, denke ich mal. Stahlwerke Peine. Damalige Stahlwerke. Mann, das ist... Gut, dankeschön. Ja, bitte. Tschüss. Und? Die Leute wussten alle nicht, wie der Künstler heißt. Aber sie wussten halt, wer der Mann ist. Das ist ein Stahlarbeiter. Komisch. Stahlarbeiter passt gar nicht in die Lücke rein. Es hat einen Buchstaben zu viel. Dann schreib einfach Bergarbeiter hin. Da unten sind ja auch ganz viele Bergarbeiter. Ha, Unsinn. Außerdem heißt es nicht Bergarbeiter, sondern Bergmann. Und Bergmann ist zu kurz. Weißt du, was ich damit da Bergarbeiter? Bergarbeiter passt. Gut. Und wo arbeitet er? Er arbeitet in Hütte. Was denn für eine Hütte? Na, das Stahlwerk. Du bist gut, Nesrin. Stahlwerk passt. Wo ist dein Bruder? So. Ja. Können wir endlich weiter? Wir müssen auch noch die anderen Fragen beantworten. Also ich gehe jetzt. Gehen wir in die Bücherei, lesen ein Buch. Nesrin hat recht. Wir gehen jetzt erstmal weiter und dann gehen wir einfach früher zurück und schauen noch den Rest in einem Buch nach. Das ist eine gute Idee. Auf zum Salzgittersee. Soll ich schon mal die nächsten Fragen vorlesen? Oh nee! Wie weit ist eine Runde um den Salzgittersee? Und welche Tiere leben? Oh, so viele Fragen! Da ist der Spielplatz! Baby. Ich find's cool hier. Viola ist bestimmt sehr sauer, ne? Sie ist manchmal so streberhaft. Stimmt. Eine Zicke. Echt. Sie möchte immer alles bestimmen. Und darauf habe ich keinen Bock. Hey! Lass uns die Mädels reinlegen. Wir stecken uns da in die Kiste. Warte, ich muss nur kurz meinen Rucksack holen. Die Mädels kommen. Ich, Viola, das wollte ich nicht. Ach, ihr seid doch alle bescheuert. Ihr seid die bescheuertste Gruppe, in die ich kommen konnte. Mit euch macht diese Schatzsuche überhaupt keinen Spaß. Ich wollte... Halt die Klappe! Die Jungs haben sowieso nichts als Stroh im Kopf. Und Nesrin läuft mir die ganze Zeit nur hinterher und sagt kein Wort. Macht eure doofe Schatzsuche alleine weiter. Ich gehe lieber nach. Hau bloß ab. Aber du hast dir wehgetan. Was sollen wir denn jetzt machen? Hab ich Pflaster mit. Ich glaube, die sind alle zu klein. Ich brauche gar kein Pflaster. Nesrin, tut mir leid, dass ich dich angeschrien habe. Du bist die einzige Nette und Hilfsbereite hier. Kann ich nicht gut Deutsch. Das macht doch nichts. Doch, macht das was. Bist du schlecht in Deutsch, musst du bleiben nächstes Jahr sitzen. Musst du gehen Hauptschule. Wirst du keine gute Arbeit kriegen. Wird nichts aus dir. Nee.
Wer sagt das? Meine Lehrerin hat sie geholt, meine Mutter in Schule. Sagt, ich muss besser Deutsch lernen. Soll ich unter deutsche Kinder, soll ich machen diese Schatzsuche? Meine Mutter kann nicht gut Deutsch, musste ich alles übersetzen. Aber das ist doch total gemein von deiner Lehrerin. Warum redet sie nicht erstmal mit dir? Weiß ich nicht. Denkt vielleicht, ich bin dumm. Sie ist doch selbst dumm. Ich sage dir eins, sie hat dich voll im Kicker, da kannst du nichts machen. Halt doch die Klappe. Natürlich kann Nesrin da was machen. Hör zu, ab heute übst du jeden Tag Deutsch. Du musst es ihr richtig zeigen. Die wird sich nach den Ferien aber ordentlich umgucken. Kann ich das nicht? Das heißt, ich kann das nicht. Sag es. Ich kann das nicht. Gut. Und jetzt sag, ich kann das. Aber... Sag es. Ich kann das. Sehr gut. Wie ist die nächste Frage? Nesrin, du liest sie vor. Wie weit ist eine Runde um den Salzgittersee? Gut, und genau das fragst du den nächsten Passanten. Das traue ich mich nicht. Komm her, ich helfe dir auch. Machst du denn wieder mit? Ja, aber nur Nesrin zuliebe. Ich will aber auch mitmachen. Na gut. Und was ist mit dir, Marvin? Mal sehen. Dann stör uns wenigstens. Marvin, was ist mit dir? Hast du keinen Rucksack dabei? Nö. Hast du keinen Hunger? Nö. Ess doch was. Nein, danke. Ich will nicht. Oh, was ist das? Danke. Was ist das? Das ist Porcha. Teig gefüllt mit Schafskäse. Das ist voll lecker. Meine Mutter hat gemacht. Meine Mutter hat das gemacht. Deine Mutter auch? Julian, warte! Was ist, wenn die Frau unsere Zettel überprüft? Wenn sie merkt, dass wir das Lösungswort nur erraten haben. Stimmt. Du hast recht. Jetzt mach dich nicht gleich in die Hose. Am besten zeigen wir ihr einfach nur die letzte Seite. Und wenn sie nach den ersten Seiten fragt, sagen wir einfach, dass wir die verloren haben. Wirklich? Was musst du denn aber machen? Das traue ich mich nicht. Echt nicht? Gib her. Na, seid ihr auf Schatzsuche? Ja. Und das Lösungswort heißt Schwimmbadkasse. Dies ist eure erste Scherbe. Und was ist das für eine Scherbe? Das wird nicht verraten. Ihr müsst nur wissen, dass alle zusammengehören und die Teile ein Ganzes ergeben. Und erst, wenn das Ganze wieder zusammengefügt ist, dann ist der Zauberspruch zu enträtseln und dann weißt ihr, was drauf geschrieben steht. Okay, danke schön. Bitte. Auf Wiedersehen. Der erste Tag der Schatzsuche war eine riesige Enttäuschung. Es fing alles damit an, dass Sophie nicht gekommen ist. Eigentlich war sie ja mit mir zusammen angemeldet, aber sie hat mich einfach so hängen lassen. Wenn sie dafür keine gute Entschuldigung hat, dann bin ich ernsthaft sauer. Ihretwegen bin ich nämlich in die schrecklichste Gruppe von allen gekommen, weil ich viel zu lange auf sie gewartet habe, statt mich mit anderen netten Mädchen zusammenzutun. Die beiden Jungs aus der Gruppe sind wirklich doof. Julian nervt noch viel schlimmer als mein kleiner Bruder. Dabei ist er schon 12, nur ein Jahr jünger als ich. Irgendwie kann er sich auf nichts konzentrieren und rennt ständig herum, ohne nachzudenken. Typisch Jungs. Ich möchte mal wissen, warum er sich vor Frau Herwig versteckt. Er macht ein ganz großes Geheimnis heraus, läuft mit einer albernen Sonnenbrille herum und dem zu großen T-Shirt seines Bruders.
Aber ich habe den Verdacht, dass man ihn nicht ernst nehmen kann. Wer weiß, was er sich Verrücktes einbildet. Der andere, dieser Marvin, ist total bescheuert. Er macht überhaupt nicht mit, klopft nur dumme Sprüche und kommt sich wer weiß wie cool vor. Immer muss er mosern oder angeben oder uns auslachen. Ich habe das Gefühl, dass Nesrin sogar Angst vor ihm hat. Aber ich nicht. Ich finde ihn einfach nur doof. Auch wenn er am Schluss nicht mehr so sehr gestört hat wie am Anfang. Nesrin ist wirklich die einzig Nette in der Gruppe. Zuerst hat sie mich allerdings auch genervt, weil sie mir dauernd hinterhergerannt ist und kaum ein Wort gesprochen hat. Später kam heraus, dass ihre Lehrerin sie zu der Schatzsuche gezwungen hat, damit sie mehr unter deutsche Kinder kommt und besser sprechen lernt. Ich wünschte, sie würde es dieser Lehrerin mal so richtig zeigen. Wenn man nicht gut Deutsch spricht, hat man hier wirklich schlechte Karten, weil einen jeder für dumm hält. Egal wie klug man eigentlich ist. Das sagen meine Eltern immer und sie müssen es wissen, denn sie sind aus Polen nach Deutschland gekommen. Mit mir und Niklas haben sie immer nur Deutsch geredet, weil wir es einfacher haben sollten als sie. In letzter Zeit habe ich manchmal nachgedacht, dass es vielleicht besser gewesen wäre, wenn Niki und ich ein bisschen Polnisch gelernt hätten. Ich habe gar keine Lust mehr, unsere Verwandten in Polen zu besuchen, weil ich mir da immer wie eine Außenseiterin vorkomme. Alle quatschen auf Polnisch, nur ich verstehe kaum ein Wort. Ich glaube, ich sage Nesrin morgen, dass sie das Türkische auf keinen Fall vergessen darf. Aber in ihrer Familie besteht wahrscheinlich sowieso nicht die Gefahr. Nesrin ist jedenfalls klug genug, um zwei oder mehr Sprachen zu lernen. Mit ihr könnte die Schatzsuche wirklich Spaß machen. Sophie, ich und Nesrin. Das wäre richtig toll. Hauptsache, Marvin kommt morgen nicht. Mama, du kannst in die Stadt gehen. Gehst du alleine? Ja. Hallo, Viola. Hallo. Ich hab hier was für dich. Oh, danke. Der ist, weil ich dich gestern umgerannt habe. Das war doch nicht mit Absicht. Trotzdem. Danke. Ich hab davon zu Hause eine ganze Sammlung in groß und klein. Der ist jetzt mehr so mädchenhaft. Guck dich, Frau Herwig kommt. Tiefer, sie darf uns nicht sehen. Ja, sei das sonst alles in Ordnung bei Ihnen? Ach ja, es ist aber wirklich nicht einfach, eine gute Entscheidung zu treffen. Sie wissen ja, was der Junge an Vergangenheit und Schwierigkeiten hatte. Allerdings. Jedenfalls gibt ihm die Schatzsuche die Chance zu erleben und selber durchzuleben, wie es vielleicht besser läuft. Ich meine, was machen wir, wenn er die Chance nicht ergreift? Wenn er zum Beispiel nicht regelmäßig kommt oder wenn es in der Gruppe Ärger gibt, wenn er es einfach nicht gut macht? Ja, dann werde ich wohl ernsthafter darüber nachdenken, als bislang vielleicht ihn aus dem Elternhaus zu nehmen. Die Trennung von den Eltern ist aber ziemlich hart. Ja, es ist ein schwerer Schritt, aber es ist manchmal die einzige Möglichkeit, solchen Kindern zu helfen, aus dem Umfeld herauszukommen. Ich habe hier die Teilnehmerliste. Ich will mal sehen, welchen Kindern er in der Gruppe ist. Vielleicht könnte ich die ja fragen, wie es mit der Zusammenarbeit klappt. Unauffällig natürlich. Und Viola, an die kann ich mich ganz gut erinnern. Ja, das ist eine ganz gute Idee. Und selbstbewussten Eindruck. Ja, das ist super. Und da ist noch in der Gruppe ein türkisches Mädchen, meine ich. Ja, und noch dieser andere Junge. Das könnte Probleme geben. Ich denke, ich frage einfach Viola, wie es gelaufen ist. Und wir setzen uns einfach nochmal in Verbindung. Ja, und was wir machen? Das. Alles klar, Herr Seiters. Ja. Schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss. Was hatte das denn zu be... Julian? Was ist los? Sie hat mich erkannt. War der Mann ein Polizist? Er hat gesagt, er will mich von meinen Eltern wegnehmen. Ach, Quatsch. Nein. Er hat gesagt, er muss ernsthaft darüber nachdenken, wenn du nicht gut bei der Schatzsuche mitmachst. Ich habe nicht gut mitgemacht. Also ich finde, du hast gut mitgemacht. Kannst du das so Frau Herwig sagen? Ja, sicher. Aber komm, jetzt müssen wir rein. Es geht gleich los. Ich gehe da nicht rein. Du musst aber. Hast du nicht gehört? Das ist deine einzige Chance. Sag, ich warte draußen. Bitte. Na schön. Aber heute Nachmittag musst du mit reinkommen. Weißt du, dieses ganze Versteckspiel hat doch jetzt sowieso keinen Sinn mehr. Julian wartet noch draußen. Ich erkläre es euch später. Guten Morgen. Herzlich willkommen zum zweiten Tag. Ich hoffe, ihr wart gestern erfolgreich und habt auch schon
eure erste Scherbe gefunden. Julian! Julian, wo bist du? Julian! Oh, hallo. Was machst du denn hier? Warum bist du nicht bei dem anderen unten? Ah, das ist gar nicht so wichtig. Oh, gut, dass ich dich treffe. Ich wollte dich sowieso mal fragen, wie es gestern gelaufen ist. Oh, gestern. Das ist gut gelaufen. Wir machen wirklich alle wirklich gut mit. Vor allem Jul. Till. Till. Aha. Das drängt sich wirklich gut an. Okay. Okay, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß in Salda. Seid schön vorsichtig, ne? Ja, danke. Okay, ciao. Tschüss. Was für Aufgaben müssen wir denn lösen? So wie ich das sehe, waren hier gerade, ja, also es gibt Aufgaben zum Schlossmuseum an sich, dann zum Schafstall und zum Eiszeitpark. Oh nein, ist das ätzend. Schön. Und wo soll das alles sein? Lass doch mal Viola ausreden, damit wir endlich anfangen können. Was ist denn mit dir los? Ist heute der Strebertag? Der Schafstall ist da vorne, das Gebäude. Und der Eiszeitpark ist da hinten um die Ecke. Ich schlage vor, wir teilen uns auf, das ist einfacher. Ich war schon öfter hier. Julian, du gehst mit Marvin da hinten. Du gehst mit Marvin zum Eiszeitpark und zum Schafstall. Du hast hier gar nichts zu bestimmen. Nessun und ich gehen rein. Kann ich nicht lieber? Nein, es tut mir leid. Moment. Hier. Macht's gut, viel Spaß. Nesrin, ich muss dir was ganz Wichtiges erzählen. Ja? Heute früh, noch bevor wir in die Bücherei gegangen sind, da habe ich Julian auf dem Parkplatz getroffen. Also erstmal hat er mir einfach ein Flummi geschenkt, weil er mich gestern umgerannt hat und er wollte sich entschuldigen. Also, naja, das war noch alles schön und gut. Aber dann hat er mich auf einmal hinter ein Auto gezogen und ich habe gar nicht verstanden, was jetzt eigentlich Sache ist. Aber irgendwann habe ich dann halt gehört, wie Frau Herwig mit so einem Mann geredet hat. Der Mann war ein Polizist und die haben halt gesagt, ja, wenn Julian nicht gut bei der Schatzsuche mitmacht, dann müssen sie ihn von seinen Eltern wegnehmen. Was können wir denn machen? Du hast gar nicht verstanden, was ich gesagt habe, ne? Nicht alles. Ach, das macht nichts. Ich erzähl's dir einfach nochmal, ja? Und du musst aber sofort sagen, wenn du was nicht verstehst. Mhm. Gut. Ja. Ja. Entschuldigung. Jetzt hör doch mal auf, dich die ganze Zeit zu entschuldigen. Hör lieber zu. Mhm. Also, heute früh. Mhm. Ja? Noch bevor wir in die Bücherei gehen. Weil Julian wollte dann auch nicht mit in die Bücherei gehen. Ich habe ihn dann einfach draußen gelassen. Was können wir denn jetzt machen? Hast du alles richtig gemacht? Wir müssen Julian helfen, damit Polizei ihn nicht wegnimmt. Die Polizei ihn nicht wegnimmt. Aber wir müssen erst Wahrheit wissen, damit wir ihm helfen können. Die Wahrheit. Wir müssen die Wahrheit wissen. Nur dann können wir ihm helfen. Stimmt. Du hast recht. Dann los! Viola, wie wär's, wenn wir erst die Aufgaben lösen? Ohne Jungs sind wir schneller. Du hast recht. Ohne die Jungs sind wir wirklich schneller. Was machen wir jetzt? Also wir haben die Wahl zwischen Erdgeschoss in der Steinzeit und im Keller die Urzeit. Da gibt es Dinosaurierknochen. Oh ja, wir gehen zu den Dinosaurierknochen. Okay. Okay.
ist das cool. Ja. Jetzt bist du aber mal dran mit Vorlesen. Okay. Wie heißt der berühmte Meeressaurier, der in Salzgitter gefunden wurde? Das wird wohl der so sein. Hier, schreib auf, ich diktiere dir. Warte. P-L-A. T-Y. P-T. Ja. R-Y-G-I-U-S. Okay. Ja, gut. Gut. Die nächste Frage ist... Ah, genau. Wie nennt man die Teile der Seelilie und sind Seelilien Tiere oder Pflanzen? Okay, dann suchen wir mal die Seelilie. Okay. Ja. Oh, yes, danke. Ich finde, du könntest mir auch mal ein paar Wörter auf Türkisch beibringen. Es wäre zumindest nützlich als Dinosauriernamen. Dinosaurier Shakespeare. Wie bitte was? Was heißt denn das? Das heißt, ich mag Dinosaurier sehr. Könnte dir vielleicht nützlich sein. In der Türkei? Ja, bestimmt. Ich kann es nicht. Komm. Durch den ganzen Museum. Ja und? Wir dürfen lachen, so viel wir wollen. Von mir aus. Wo ist denn Julian? Keine Ahnung, wo der steckt. Was soll das denn heißen? Ihr wart doch gemeinsam. Habt ihr euch gestritten oder was? Komm runter. Warum bist du überhaupt so hektisch heute? Ich bin nicht hektisch. Es ist nur so, dass Julian ein Problem hat. Er hat sie nicht mehr alle. Im Schafstall ist heute eine Ausstellung von Fahrzeugen. Viele alte Autos, viele alte Fahrräder. Ja und? Was hat denn das mit ihm zu tun? Also, Julian wollte das Hochrad malen. Er war gerade dabei, das ungefähr 100. Blatt Papier zu zerknüllen. Weil er der Meinung war, sein Hochrad wäre nicht gut genug gemalt. Dann hat er mich angemacht, weil ich mit den Aufgaben noch nicht fertig war. Dann bin ich einfach gegangen und er hat hinter mir zerknüllte Bilder geworfen. Und ich schlage mich nicht mit kleineren. Bestimmt hast du ihn einfach nur geärgert. Er hat mich geärgert. Das kann ich mir nicht vorstellen. Glaub doch, was du willst, du dumme Nuss. Du bist doch selber... Jetzt hör doch auf! Wir müssen Julian finden. Hier, du bist da. Hier, komm. Julian! 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 Gott, was ist denn los? Hör auf zu weinen! Heißt du überhaupt Julian oder Till? Julian, das habe ich euch doch gesagt. Komm raus aus diesem miffigen Stinkloch. Kriegt man ja voll den Koller. Hau bloß ab. Du hast mir überhaupt nicht geholfen bei den Fragen. Und beim Malen auch nicht. Wenn mich die Polizei holt, dann bist du daran schuld. Was? Polizei? Ich verstehe nicht. Kapiert ihr das etwa? Na, so halb. Julian, jetzt hör mal zu. Nessel und ich haben drin schon ganz viele Fragen beantwortet. Ja. Die Polizei holt dich nicht. Und jetzt gehen wir am besten alle erstmal raus. Es ist wirklich stickig hier drin. Komm. Na gut. Also erzähl, warum ist die Polizei hinter dir her? Ich habe ein Buch verschlammt. Und weiter? Nichts weiter. Und darum glaubst du, dass die Polizei hinter dir her ist? Du spinnst doch. Jetzt halt doch mal die Klappe und lass ihn weiter erzählen. Erzähl du es.
Na gut. Also heute früh, da haben Julian und ich ein Gespräch zwischen Frau Herwig und einem Mann belauscht. Der Mann hat halt gesagt, dass sie Julian von seiner Familie wegnehmen müssen, wenn er nicht gut bei der Schatzsuche mitmacht. Vielleicht war es einfach kein Polizist. Ja, keine Ahnung. Oder einer vom Jugendamt. Das könnte auch sein. Aber egal wer es ist, er hat in irgendeiner Weise Macht über Julians Familie. Das ist doch schwachsinnig. Vielleicht hat er einfach nur nicht über Julian geredet, sondern... Marvin. Das ist bescheuert. Ihr könnt über euer Kinderkram allein nachdenken. Julian, der Mann hat nicht dich gemeint, sondern Marvin. Viola hat zu mir gesagt, ich muss auch üben, Deutsch zu schreiben. Sie will es für mich korrigieren. Aber weiß ich gar nicht so richtig, aber ich weiß gar nicht so richtig, was ich soll schreiben oder schreiben soll. Etwas über unser Schatzsuche oder über mich selbst. Ich glaube, über mich ist einfacher. Ich heiße Nesrin Yilmaz. Ich habe die 6. Klasse fertig und bin 12 Jahre alt. Am 19. August werde ich 13. Ich wohne zusammen mit meiner Familie in Salzgitter-Lebenstedt. Ich habe einen kleinen Bruder. Meine Onkel und meine Tante haben 2 Tochter. Sie sind meine Cousinen und gleichzeitig meine Freundin. Nachmittags treffen wir uns oft zum Spielen. Eine deutsche Freundin habe ich nicht. Ich finde Viola nett. Würde ich sie gern fragen, ob sie meine Freundin werden möchte? Aber ich habe Angst, dass sie Nein sagt. Vielleicht könnte ich sie fragen, ob sie zu meiner Geburtstagsfeier kommen möchte. Das wäre schön. Aber weiß ich nicht, ob sie das will, wenn sonst nur türkische Mädchen dabei sind. Oder soll ich sie erstmal einfach so zu mir nach Hause einladen? Jetzt habe ich lauter Fragen aufgeschrieben. Vielleicht ist das ja so etwas wie ein Tagebuch. Dabei weiß ich gar nicht genau, wie man Tagebuch schreibt. Das habe ich noch nie gemacht, auch nicht auf Türkisch. Die Fragen kann ich Viola jedenfalls nicht zeigen. Ich schreibe deshalb den ersten Teil noch einmal für sie ab. Dann weiß sie auch schon etwas über meine Familie. Und Freitag, wenn die Schatzsuche zu Ende ist, frage ich sie, ob sie mich besuchen möchte. Die Schatzsuche macht mir Spaß. Das hätte ich vorher nicht gedacht. Der erste Tag hat ganz schrecklich begonnen, aber dann wurde es besser. Marvin tut mir leid, obwohl er Özlems Bruder geschlagen hat. Aber vielleicht hat er keine guten Eltern und wird zu Hause selbst manchmal verhauen. Für Julian habe ich herausgefunden, was man muss tun, wenn man ein ausgeliehenes Buch nicht mehr findet. Ich habe einfach Frau Herwig danach gefragt. Das war gar nicht schwer. Ich freue mich schon auf morgen. Am meisten freue ich mich auf Viola. Es wäre wirklich schön, wenn wir Freundinnen sein könnten. Julian, ich weiß, was du tun musst. Was? Wieso? Was denn? Ich weiß, was man machen muss, wenn man ein Buch verloren hat. Echt? Ja, ich habe einfach Frau Herwig gefragt. Natürlich habe ich nichts von dir erzählt. Super, und was muss ich machen? Also, du musst das Buch erst kaufen und dann in der Bücherei abgeben. Leider sind da aber noch 8,90 Euro Gebühr. Ich weiß aber nicht mehr, wie das Buch heißt. Und außerdem ist es bestimmt sauteuer. Da waren ganz viele Tierbilder drin. Hast du denn kein Sparschwein? Doch, aber da sind höchstens 10 Euro drin. Ich habe 5 Euro, die könnte ich dir dann leihen. Super, das ist nett von dir. Aber trotzdem reicht es nicht. Wäre die Sache mit diesem Buch nicht. Ach, wenn dir doch wenigstens der Titel wieder einfallen würde. Geh zur Vorsalzer Straße und in die gleiche Richtung wie der Esel, bis ihr zu einem Brot kommt. Hä, was für Esel? Damit bist du gemeint. Wenn ich ein Esel bin, bist du eine dumme Gans.
weiter. Der Brunnen ist da hinten. Der will nicht weiter. Er guckt in die Eisdiele. Das bedeutet, wir müssen jetzt ein Eis essen. Au ja. Du musst Geld sparen. Sei nicht so oberlehrerhaft. Sei nicht so verfressen. Sei nicht so strebehaft. Sei nicht so eselig. Los. Die nächste Aufgabe liest du vor. Okay. Wie heißen die Wandermusikanten aus Salzgitter? Das waren die Klezmer. Hier, er steht auf dem Brunnen. Cool. Gibst du mir einen Stift? Ja. Dankeschön. Wandermusikanten Salzgitter. Aus wirtschaftlicher Not? Tiere der Welt. Ja. Das Buch kostet 17,95 Euro. Plus die Gebühren? 8,90 Euro? Sind. Rechne doch einfach 18 plus 9. Das sind 27. Mein Geld reicht trotzdem nicht. Frau Herwig hat mir was erzählt. Sie hat gesagt, in der Schatzkiste ist ein Buchgutschein. Über 15 Euro. Wenn wir die beste Gruppe werden, dann können wir als erstes reingreifen. Und dann, ja, dann kannst du den Buchgutschein nehmen. Dann könnte ich mir das Buch doch wieder kaufen. Nur dann fehlen mir noch 2 Euro. Nestlin, würdest du mir die geben? Klar, mache ich das. Dann gehen wir jetzt mal weiter und dann sehen wir. Wir müssen alle Fragen beantworten. Ja. Sonst. Dann mach schnell. Ja. Das hier ist ein altes Klavierwerk. Wir müssen rausfinden, ob die Leute das benutzt haben. Das versteht doch kein Mensch. Hast recht. Hast du mir nun etwa recht gegeben? Ja, ausnahmsweise mal schon. Ich kenne mich hier aus. Ich war hier mit meiner Familie. Da hat uns das einer alles erklärt. Also, das hier ist eine Sohlquelle. Und das ist sowas wie Salzwasser. Schreib das mal auf. Ja. Also, was hast du gesagt? Sohlequelle? Sohlequelle ist sowas wie Salzwasser. Salzwasser. Okay, ja. Und wozu ist dieser ganze Aufbau hier? Also, die Stecker sind dazu da. Wenn das Wasser runterkommt, dann verdunstet ein Teil davon von alleine. Und es bleibt größtenteils Salz über. Und ja, den Menschen war das Salz halt wichtiger als das Wasser. Und was weiter? Nichts weiter. Jetzt dient das Salz für einen guten Zweck, Gesundheitszweck. Gesundheitszweck? Das bedeutet? Also es ist gut für die Lunge. Du musst rumlaufen und das einatmen. Also so. Darf ich ausatmen? Du bist so doof. Das war's erstmal hier. Wir müssen nur noch rausfinden, wie hoch der Salzgehalt des Wassers ist. Ich glaube aber wirklich, dass wir die Besten werden. Das sagst du jetzt schon zum 150. Mal. Ich brauche ja auch den Buchgutschein. Julian, ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass wir die Besten werden. Wieso? Naja, heute und gestern waren wir zwar ganz gut, aber am Montag, das wäre echt der totale Reinfall. Meinst du wirklich? Ja, wirklich. Also es tut mir leid, dass ich das jetzt einfach so sage, aber wir haben die Fragen am Monument gar nicht oder falsch beantwortet.
Die Scherbe, die haben wir nur bekommen, weil wir gut geraten haben. Die anderen Gruppen waren mit Sicherheit besser. Vielleicht haben die anderen Gruppen ja auch Fehler gemacht. Ja, einzelne Fehler. Die macht doch jeder. Aber bei uns, das wäre echt die totale Katastrophe. Vielleicht könnten wir doch nochmal zum Monument gehen. Ja, aber wir haben doch die Fragebögen nicht mehr. Dann lassen wir uns die Fragebögen halt nochmal geben. Das musst dann aber du machen. Warum ich? Denk mal ganz scharf nach. Erstens bist du derjenige, der die Sache am Montag verbockt hat. Und zweitens wird Frau Wieck dir die Fragebögen eher geben als uns. Warum? Jungs, ihr habt echt so eine lange Leitung, ne? Wenn wir hingehen und die Fragebögen wollen, dann sagt sie so, nee, dann könnte ja jede Gruppe kommen. Aber wenn Marvin hingeht, dann denkt sie sich so, ja, der Junge nutzt seine Chance. Das müssen wir unterstützen. Du bist so bescheuert besserwisserig. Aber ich habe recht. Machen wir es so? Na schön, weil du es bist. Aber ich gehe nicht alleine zum Monument. Wir könnten noch zusammen hingehen, jetzt gleich. Das geht leider nicht, weil meine Mutter wartet bestimmt schon auf dem Parkplatz. Oh nein, ich werde ja auch abgeholt. Dann können wir es vergessen. Vielleicht könnten wir ja jetzt zusammen hingehen. Bitte, Marvin. Na schön. Gut. Wollen wir uns ein Eis kaufen gehen? Erst die Fragen. Dann halt die Fragen zuerst. Bestimmt finden wir heute jemanden, der weiß, wie dieser dämliche Künstler heißt. Wollen wir die Frau da hinten fragen? Du oder ich? Du bitte. Entschuldigung, wissen Sie zufällig, wann das Monument gebaut wurde? Ja, klar weiß ich das. Das war Jürgen Weber, ein Braunschweiger Professor und Bildhauer. Wissen Sie auch, wer ist der Mann ganz oben? Das ist ein sogenannter Probennehmer. Der arbeitet im Stahlwerk und mit dieser riesigen Kelle schöpft der flüssigen heißen Stahl heraus. Und später wird das dann chemisch untersucht, ob die Zusammensetzung von dem Stahl so stimmt oder nicht. Plannehmer? Also ist Bergarbeiter falsch? Ja. 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 In welchem Stadtteil ist das Stahlwerk? Ja, in Salzgitter-Wartenstedt, da ist es auch noch. Stopp nicht so schnell. Seid ihr auf einer Stadtrallye? Wir sind auf einer Schatzsuche. Bei der Schatzsuche muss man ganz viele Fragen beantworten und am Ende findet man dann einen Schatz. Das ist ja spannend. Und wie gefällt euch das Monument? Geht so. Viele Leute mögen das Monument ja nicht. Aber ich finde es gut. Der Künstler hat sich getraut, nicht nur die schönen Seiten der Stadtgeschichte darzustellen, sondern auch die schrecklichen. Da sind Maschinen und Gewehre. Das ist wirklich eine ganz schreckliche Szene. Aber selbst in den schrecklichsten Zeiten gab es immer Menschen, die sich dem Bösen widersetzt haben. Kommt mal mit, ich zeig euch was. Hier diese Männer, das sind Sträflinge, Zwangsarbeiter. Im Zweiten Weltkrieg wurden die hierher verschleppt und mussten im Stahlwerk arbeiten, unter ganz schrecklichen Bedingungen. Aber die Frauen hier, diese Arbeiterinnen aus dem Stahlwerk, diese haben sich heimlich hingeschlichen und haben den Männern Brot geschenkt, damit die nicht verhungern. Dabei haben die Frauen zum Teil ihr Leben riskiert. 1945, das ist doch ewig her. Sowas gibt's heute gar nicht mehr. Da täuschst du dich aber. In vielen Ländern der Welt gibt es sowas. Naja, und auch heute und hier müssen wir uns ja manchmal entscheiden, zu welcher Sorte Leuten wir gehören wollen. Zu denen, die andere Menschen quälen oder zu denen, die ihnen Brot schenken. Oh, Entschuldigung, ich rede zu viel. Macht euch lieber eure eigenen Gedanken. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei der Schatzsuche. Danke. Tschüss. Was? Können wir uns da hinsetzen? Mann, die hat echt Vorträge gehalten. Trotzdem cool. Wir haben alle Fragen gelöst.
Wohnst du eigentlich hier in der Nähe? Ich wohne Goethestraße 12. Scheiße. Warum? Hey Marvin, lange nicht gesehen. Wieso bist du nicht zum Treffpunkt gekommen? Keine Zeit. Ah, keine Zeit. Hängst du lieber mit türkischen Mädchen in der Stadt herum, oder was? Nein, wir machen nur eine Schatzsuche. Eine Schatzsuche? Bist du im Kindergarten, oder was? Ich muss das machen. Ich mach das nicht freiwillig. Es ist nicht so, wie er denkt. Ich schätze, er muss uns beweisen, warum er mit der türkischen Tusse nicht abhängen möchte. Ich muss gar nichts beweisen. Los, Marvin, nimm mir die Flasche weg. Nein. Was hast du gesagt? Ich kann dich nicht verstehen, wenn du so nuschelst. Hast du das gerade gesehen? Soll ich dir einen Strauß Rosen bringen oder was, damit du sie ihr geben kannst? Komm! Jetzt Spaß beiseite. Schüttel sie ins Gesicht. Na los, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Man muss entscheiden, zu welchem man gehören will. Habt ihr nicht gehört? Marvin hat Nein gesagt. Lass uns in Ruhe. Du bist ein echter Lärmalappen, ein beschissener Versager. Komm, wir gehen, wir haben noch was Besseres zu tun. Sie sind weg. Wir haben sie vertrieben. Ich hole mal was Kühles. Ach und? Marvin? Marvin? Hallo Nesrin, ich möchte dir etwas Wichtiges sagen und dich um etwas bitten. Als erstes die Bitte, könntest du verschweigen, was am Monument passiert ist? Wenn du das tust, bin ich dir sehr dankbar. Du hast am Monument gesagt, man muss sich entscheiden. Ich habe erst später kapiert, was du damit meintest. Es ging um diesen Satz von der Fotografin, oder? Dass man sich entscheiden muss, zu welcher Art von Leuten man gehören will. Schätzungsweise findest du, dass die Knallköpfe die falsche Art von Leuten sind. Und schätzungsweise hast du damit recht. Ich war mit denen befreundet, weißt du? Naja, das ist jetzt sowieso alles egal. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich mich entschieden habe, haha, nicht mehr zu denen zu gehören. Haha, schreibe ich, weil es eigentlich lächerlich ist zu denken, dass ich noch irgendeine Wahl hätte. In Wirklichkeit wollten die jetzt sowieso nicht mehr mit mir zu tun haben. Aber irgendwie fühle ich mich besser, wenn ich mir sage, dass ich mich selbst entscheiden habe. Verstehst du das? Egal. Ich will nur, dass du weißt, dass ich nicht mehr mit denen mitmache. Ich muss dir noch was sagen, wenn ich schon mal dabei bin. In einem Punkt hatten diese Vollidioten vermutlich recht. Ich bin ein Versager, ja. Jedenfalls bin ich nicht so gut, wie du denkst. Du hast dich bei mir bedankt, weil ich Nein gesagt habe. Die Wahrheit ist doch, ich hätte es getan, wenn du nicht im entscheidenden Moment aufgestanden wärst. Daher bist du es ganz allein, die es geschafft hat, die Typen zu vertreiben. Und das rechne ich dir hoch an, das kannst du mir glauben. Willst du noch wissen, warum mich die vom Jugendamt auf dem Kicker haben? Ich habe mein Handy geklaut. Und vorher noch ein anderes Zeug, aber das Handy war das teuerste. Jetzt weißt du ziemlich viel über mich. Das ist mir irgendwie auch peinlich. Ich erzähle sonst nie so viel über mich, aber du bist die Netteste aus der Gruppe. Nicht so eingebildet wie Viola und nicht so kindisch wie Julian. Das wollte ich dir auch noch sagen. Und dass ich das jetzt geschrieben habe, darauf kannst du dir etwas einbilden. Aber dieser Brief bleibt bitte unter uns, ja? Die Sache mit Julians Buch regle ich. Mach dir keine Gedanken darüber. Ich habe 12 Euro und leihe mir noch 5 von meinem Bruder und dann stecke ich Julian das Geld heimlich in die Jacke. Denn ich war wirklich derjenige, der die Sache verbockt hat. Da hatte Viola ausnahmsweise mal recht. So, das wollte ich dir schreiben. Ich hoffe, du denkst nicht allzu schlecht über mich. Auch wenn ich ein Versager bin. Ein bisschen Anstand habe ich schon. Warum? Marvin.
Hey, wie war's gestern? Ganz gut. Konntet ihr alle Fragen beantworten? Schon. Super, super. Ist Nesrin schon da? Nein. Kommst du mit rüber? In 5 Minuten geht's los. Gleich. Sag mal, kannst du eigentlich auch noch in ganzen Sätzen reden? Ich komme gleich nach. Ich habe gerade mit Profi gesprochen. Nesrin kommt nicht. Warum? Den Grund wissen wir leider selbst nicht. Wir wollten dich abholen. Marvin wusste, wo du wohnst. Und er hatte die Idee. Aber ich muss aufpassen. Komm doch rein, aber bitte ohne Schuhe, ja? Stehst du dick? Wollt ihr euch setzen? Wollt ihr was trinken? Danke, aber eigentlich sind wir wirklich da, um dich abzuholen. Weißt du, wir dachten, du könntest vielleicht einfach nochmal mit deiner Mutter reden. Ich versuch's mal. Warte kurz hier. Ich komm gleich wieder. Anne! Efendim! Ne oldu? Anne, dünyayı dev örümcekler yönetiyor. Gitmem lazım. Tamam da tuvalet canavarı ne olacak? Bilmiyorum. Bir şekilde ikisini de ortadan kaldırmam lazım. Örümcekler garajımıza saldırıp temizliyorlar. Ben örümcekler arasında ayrım yapmam ve yapamam. Buzdolabının kapağına da lazer sistemi takalım da soğuk yeşil fasulyeler ve salatalıklardan sürpriz pasta olmasın. Tamam, hadi çık. Teşekkür ederim anneciğim. Seni seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Hey. Meine Mama hat's erlaubt. Und übrigens, toll, dass ihr gekommen seid. Ich mach noch ein paar Sachen bereit und dann komme ich, ja? Ja, das ist ja toll. Ich komme gleich wieder. Gar nichts sagen. Kannst du das mal halten? Dankeschön. Erzähl aber bitte nichts weiter, ja? Nein, du kannst dich drauf verlassen. Ich sag natürlich nichts weiter. Kannst du die mal reinpacken? Klar. Danke. Was tun wir jetzt? Die Zettel mit den Fragen und den Antworten sind weg. Was wollen wir jetzt den anderen sagen? Hi. Wie ist es eigentlich gestern gelaufen? Ihr wart beim Monument. Wie war's? Moment. Ich habe nochmal alles abgetippt. Wir haben alles weggestrichen. Ich wollte schon sagen, die sehen ja ganz anders aus. Das hast du freiwillig gemacht? Wie lange hast du denn da dran gesessen? Am Computer eine Stunde in etwa. Mit diesen Fragebögen werden wir bestimmt die Besten. Danke. Ja, Julian hat recht. Damit haben wir wieder eine Chance. Hast du gut gemacht, Marvin. Jetzt müssen wir es nur noch heute ranhalten. Ich bin gleich fertig, dann können wir los. Zu einer Burg und zu irgendeinem Stein. Zum Gaußstein. Wer oder was ist Gauß? Hier auf den Fragebögen steht, Gauß war ein berühmter Mathematiker. Vom Salzgitter Höhenzug aus hat er Landvermessungen durchgeführt. An dieser Stelle steht heute ein Gedenkstein.
Gauss war Mathematiker. Das heißt, wir müssen Aufgaben rechnen. Ach, Unsinn. Wir müssen nur herausfinden, wann er gelebt hat und wie er mit Vornamen heißt. Und außerdem, wie man seine Messgeräte nannte. Aber wann müssen wir eigentlich aussteigen? Jetzt. Nein, die ist wirklich abgeschlossen. Ich bin schon mal vorgelaufen und hab den Schlüssel geholt. Du bist super. Total super. Marvin, komm hoch, ist voll cool hier. Ich hab was fallen lassen. Vielleicht solltest du lieber nach unten gehen, bevor es noch jemand nimmt. Ja, glaube ich auch. Glaub mal, da ist schon das Schild. Wie wär's, wenn wir die Taschen hier ablassen? Dann ist es nicht so schwer, wenn wir nach oben können. Und ihr seid dann schneller. Dann könnt ihr ja die Tasche da mitnehmen. Ich passe dann auf. Das ist ja eine gute Idee. Danke, Nestrin. Bis gleich. Bis gleich. Ich bin oben. Ich suche schon mal die Fragebögen raus. Hast du das Handy dabei? Ja, warte. Ist dein Akku leer? Ich glaube ja. Ich glaube, ich habe es am Montag angemacht und nicht wieder aus. So ein Mist. Oh nein, das tut mir so leid. Was können wir denn jetzt machen? Also zuerst müssen wir dich auf die Straße runterbringen. Und wir werden schon jemanden finden, der uns helfen kann. Das schaffe ich nicht. Doch, du schaffst das. Wir werden dir helfen. Julian? Also, du links, ich rechts. Ihr könnt mich doch nicht tragen. Doch, das geht schon. Aua. Du darfst nur auf den linken Fuß auftreten, okay? Au. Ganz vorsichtig, ganz langsam. Was ist los? Sie hat sich das rechte Bein gebrochen. Wie ist es passiert? Sie ist ausgerutscht. Könnten wir doch zum Hotel. Genau, stütz sie mal kurz. Ich hol kurz den Krankenwagen. Hallo, wie geht es dir? Ach, mir geht's schon eigentlich wieder ganz gut. Du hast ja gar keinen Gips. Nein, nein, sie haben mir nur eine Schiene angelegt. Und mir geht's auch eigentlich ganz gut. Es tut gar nicht mehr so weh. Nur die Nacht, die war echt blöd. Ist dein Bein gebrochen? Ach, Quatsch. Nur so ein Bänderriss außen am Knöchel. Danke übrigens für eure Hilfe. Das war doch selbstverständlich. Nein, war es nicht. Ihr habt mir echt geholfen. Naja. Ist Julian eigentlich schon da? Ich glaube, er darf heute nicht kommen. Warum denn nicht? Seine Mutter ist sehr sauer auf uns, weil wir zu spät gekommen sind. Ich weiß auch nicht, warum. Aber das ist doch total gemein. Ihr seid doch nur zu spät gekommen, weil ihr mir geholfen habt. Ja. Guten Morgen. Viola, komm, setz dich mal hier hin. Dann sitzt du ein bisschen bequemer mit deinem Fuß. Dankeschön. So, ihr Lieben, schön, dass ihr es bis hierher geschafft habt, der letzte Tag. Jetzt kommen wir zu eurer letzten Aufgabe. Ihr wart ja ganz fleißig und habt eure Scherben gefunden. Und jetzt geht es daran, dass ihr diese Scherben auch zusammensetzen müsst, um zu gucken, was dabei rauskommt. Die Frau Wieck wird euch gleich Superkleber verteilen. Jede Gruppe kriegt einen. Wie farbige Perlen an einem Band und wie...
Das tut mir leid, da fehlen noch ein paar Scherben. Ich kann das gar nicht lesen. Ich gehe jetzt. Wir haben keine Scherben. Wir haben keine Scherben, weil ich gestern einen Unfall hatte. Und die anderen mussten mir helfen. Genau. Das ist viel wichtiger als diese dämlichen Scherben. Und ich gehe jetzt. Ich komme! Das sind die Sachen. Was guckt ihr mich denn so komisch an? Bin ich zu spät? Nein. Du kommst genau richtig. Ich habe zu meiner Mutter gesagt, ich muss eine Stunde früher da sein. Und dann bin ich heimlich zur Burg gefahren. Das ist genial. Dankeschön. Das habt ihr gut gemacht. Ihr habt es geschafft, die Vase wieder zusammenzusetzen. Aber die Vase ist kaputt. Eine Vase mit Rissen und Löchern kann man nicht gebrauchen. Wohl kann man die gebrauchen. Du hast eine Macke. Du hast selbst eine Macke. Man kann eine Trockenblume oder eine Kerze reintun, dann ist es eine Laterne. Und außerdem sieht sie hübsch aus. Und sie hat etwas ganz Besonderes. Aber kaputt ist sie trotzdem. Es muss doch nicht immer alles ganz und perfekt sein, damit wir es gut finden. Und gerade bei dieser Vase sind es die Macken, die sie zu etwas ganz Besonderem machen. Aber was hat das mit dem Schatz zu tun? Viel! Die Vase ist der Schlüssel zum Schatz. Auf ihr steht ein Gedicht und einige Buchstaben sind in Rot geschrieben. Und diese einzelnen Buchstaben ergeben zusammen den letzten Hinweis darauf, wo der Schatz versteckt ist. Wer möchte das Gedicht mal vorlesen? Nun liest er endlich. Ja, ja. Also, es ist eine große Lücke da drin. Aber ich glaube, ich kann es trotzdem lesen. Wie farbige Perlen an einem Band und wie die fünf Finger an deiner Hand. Wie goldene Münzen aus einem Schatz. Wie einige Wörter in diesem Satz. Wie Pflastersteine auf Straßen und Wegen, wie Wassertropfen im strömenden Regen. Wie auf der Welt alle Tiere und Pflanzen, so sind auch wir Teile des Ganzen. Na und die roten Buchstaben sind I, AU, also AU, Schatz in diesem ST, M, R, der und das war's schon. Danke fürs Vorlesen, Viola. Und? Hat einer von euch schon den letzten Hinweis entschlüsselt? Ich weiß es, der Schatz ist in diesem Raum! Man muss erst überlegen, bevor man einfach losrennt. Wo würdest du hier eine Schatztruhe verstecken? Ich weiß nicht. Vielleicht. Ich weiß, wo der Schatz ist. Wo denn? Na, hinter der Giraffe. Das ist der Schatz. Juhu, wir haben den Schatz. Jawohl, super. Oh, ich bringe mal lieber die Vase in Sicherheit. Jetzt stürzt euch aber nicht alle drauf. Ihr könnt das gerne alles auf den Tisch ausbreiten, aber zugreifen darf natürlich erstmal nur die Siegergruppe. Und die Siegergruppe ist Katharina, Leo, Nele und Timo.
Leider sind Lea und Nele heute verhindert, aber Katharina und Timo. Die beiden dürfen dann als erstes zugreifen. Also packt es schön hin alles, damit alles schon mal gut ist. So drin ist. Ob es sich gelohnt hat, bei der Schatzsuche teilzunehmen. Jawohl. Okay, komm, ich nehme mir was ab. Wunderbar. Okay, das ist besser. Klasse, ja. So, Katharina und Timo, sucht euch was Schönes aus. Greift zu. Wenn ich du würde, würde ich den Gutschein nehmen. Prima. Herzlichen Glückwunsch an die Gruppe. So, jetzt kommen wir zu den Zweitplatzierten. Die Frau Wieck hat sich alle Lösungszettel nochmal angeguckt. Und wir haben als zweitbeste Gruppe die Viola, die Nesrin, den Marvin und den Julian. Herzlichen Glückwunsch, kommt doch vorne und sucht euch was Schönes aus. Dich daneben ist auch vorbei. So dicke Bücher liest du? Na klaro. Außerdem kenne ich das andere schon. Das ist echt gut, nimm das. Okay, dann nimm das. Ach, Julia. Du hast doch bestimmt ganz viel Schokolade zu Hause. Nimm doch was Besseres. Ich will nicht. Natürlich willst du was. Tolle Beute. Du hast doch mal gesagt, in der Kiste ist nur Schrott, weißt du noch? Mhm. Aber man kann ja seine Meinung ändern. Und was machen wir nun? Ich meine, wegen Julians Buch. Ich werde wahrscheinlich zu Frau Herwig gehen und ihr die Wahrheit sagen. Vielleicht kann ich an der Bücherei arbeiten, dann verdiene ich Geld. Ich habe schon Geld. Sieh doch, das sind 12 Euro. Und den Rest werde ich mir von jemandem anpumpen. Ach, das ist doch auch Unsinn. Wir legen am besten einfach alle zusammen. Schaut mal, hier habe ich noch 5 Euro. Jetzt sind es schon 17. Ich habe auch mein Geld dabei. Das sind 6,30 Euro. Aber es ist ja super. Dann sind es ja schon 23,30 Euro. Julian, mit deinem Geld zusammen reicht es locker. Da kann Marvin sogar ein paar Euro wieder einstecken. Aber meint ihr wirklich? Mama! Hallo. Was machst du denn hier? Seid ihr Julian, Nesrin und Marvin? Ja, das sind sie. Aber warum? Ich wollte mich bei euch bedanken, weil ihr Viola gestern geholfen habt. Ich weiß, mit Geld kann man nicht aufwiegen, was ihr getan habt. Das ist nur ein kleiner Dank. Viola, ich warte draußen auf dich. Aber lasst euch Zeit. Wie cool deine Mutter. Ja, sie ist echt der Wahnsinn. Vielen Dank. Sagst du ihr vielen Dank? Klar. Mann, jetzt haben wir aber wirklich viel Geld. Ja, und am besten gehst du auch hier mit, gleich zu Frau Herwig. Könnt ihr nicht mitkommen? Von mir aus. Aber du musst deinen Mund aufmachen und es dir selbst sagen. Gut. Hallo. Entschuldigen Sie, wissen Sie, wo Frau Herwig ist? Frau Herwig hat frei. Sie ist nicht da. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich habe ein Buch verschlampt. Wie heißt denn das Buch? Die gefährlichsten Tiere der Welt. Du, da kann ich dich beruhigen. Das ist aber hier. Das hast du gar nicht verloren. Okay. Der größte Idiot, den ich kenne. Ja, also meine Mutter wartet da drüben im Auto. Ah, meine auch. Na dann.
Ich wollte euch eigentlich fragen. Ich wollte dich auch was fragen. Möchtest du mich mal besuchen kommen? Wir können dann vielleicht auch weiter Deutsch üben, wenn du möchtest. Ja, gerne. Ich wollte euch eigentlich fragen. Ich wollte euch eigentlich zu meiner Geburtstagsfeier einladen. Oh ja, ich komme. Danke, Nesrin. Ich komme natürlich auch. Schön, dann treffen wir uns bei mir, oder, Marvin? Los, sag zu, du musst doch auch dabei sein. Ja, ich komme wohl auch. Ich fand es ziemlich gut mit euch. Das gibt's ja nicht. Also ich fand's auch gut. Eine tolle Woche. Hallo, Herr Seiters. Die Schatzsuche war ein voller Erfolg. Marvin ist ein toller Junge. Und überhaupt waren Viola, Nesrin, Julian und Marvin eine ganz besondere Gruppe. Wenn Sie genaueres wissen wollen, können Sie mich gerne unter meiner Handynummer erreichen. Herzlichst, Ihre Beate Herwig. Frau Herwig hat mir erzählt, in der Bücherei, also in dieser Schatzkiste, ist ein Buchgutschein drin. Dann könnte ich das Geld ja kaufen. Also, nur wenn wir die beste... Könnte das Geld... Meine Mutter hat das gemacht. Deine Mutter auch? Das war's! Ich weiß nicht. Vielleicht. Ich weiß, wo der Schatz ist. Wo denn? Na, hinter der Giraffe. Was ist das? Hey Marvin, lange nicht gesehen. Warum bist du nicht zum Schnüffel? Zum Schnüffel.